Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. In der letzten Folge haben wir mit dem Urichalkos-Arc angefangen. Wir haben den Kampf um die Seele gemacht, in dem Joey Wheeler und Mai Valentine gegeneinander angetreten sind. Mit dem Preis, die Seele eines der beiden Duellanten. Das Ganze ist letztendlich in einem Unentschieden geendet und beziehungsweise das Duell wurde nicht zu Ende geführt, obwohl Joey hätte gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber Valen hat ja eingegriffen. Ich habe mir jetzt allerdings was überlegt, ja, weil jetzt wäre ja Déjà-vu dran, hier Seto Kaiba gegen den bösen Alistair. Aber, wie gesagt, ich habe mir was überlegt. Ich bin jetzt nämlich richtig fies. Und falls ihr euch wundert, wieso man hier die Silhouetten schon sehen kann, das liegt daran, dass ich offscreen schon dabei bin, etwas vorzubereiten dafür, wenn wir mit dem Kampagnenmodus fertig sind. Weil, wenn der Kampagnenmodus dieses Spiels abgeschlossen ist, dann ist dieses Let's Play hier nämlich noch lange nicht am Ende. Ich habe da noch eine Idee, etwas, was ich mit euch noch machen möchte. Nur, das braucht eine ziemlich lange Vorbereitungszeit. Deswegen läuft das nebenbei jetzt quasi schon die nächsten Wochen. Und ich hoffe, bis wir mit der Kampagne durch sind, habe ich das Ganze so weit vorbereitet, wie ich das vorbereiten möchte. Demzufolge habe ich jetzt hier einige dieser Duelle schon gespielt. Ich habe allerdings nicht das Kampagnendeck benutzt, sondern ein eigenes. Ich habe die Story komplett übersprungen. Ich weiß also kaum etwas über das, was uns hier erwartet, über das absolut Notwendigste hinaus. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist zum einen, ich weiß nicht, ob man den Wäschetrockner hört, der da im Flur steht und munter vor sich hinrumpelt. Lasst euch davon bitte nicht irritieren. Das liegt einfach nur daran, dass die Wäsche getrocknet werden muss und ich hier in meinem Arbeitszimmer nach wie vor keine Tür habe und also prinzipiell auf dem Flur sitze. Jo, aber das, was ich eigentlich vorhabe, ist was ganz, ganz Fieses jetzt, weil jeder will es natürlich hier sehen. Urichalkos Arc, Kaiba gegen Alistair, da haben wir uns schon super drauf gefreut. Und ich sag jetzt, nö. Wir machen nämlich jetzt erstmal was anderes. Die Sache ist nämlich die Arc V oder Arc 5 oder wie auch immer man diese verdammte Serie ausspricht. Also die Duelle auf jeden Fall. Das sind nach wie vor einfach Duelle von zwei Duellanten, die gegeneinander antreten, sich ihre Karten um die Ohren hauen und dann ist Schicht im Schacht, nach wie vor keine Story. Story-Kapitel haben wir tatsächlich nur für Yu-Gi-Oh! Und für Yu-Gi-Oh! GX. Deswegen möchte ich jetzt gerne an dieser Stelle hier einen Cut machen und möchte mir die Story-Duelle für den Schluss aufheben. Das heißt, wir machen jetzt erst die Kampagne von Arc 5 fertig, die Duelle, die da noch sind, weil da keine Story dranhängt. Und kümmern uns danach erst um GX und dann um Yu-Gi-Oh!, damit die Kampagne auch ein Finale hat, was sich wie ein Finale anfühlt. Und nicht einfach nur so ein dahingeplätschertes Duell, wo halt zwei Charaktere gegeneinander antreten. Und daher bitte ich zu entschuldigen, dass es hier erstmal jetzt nicht weitergeht, dass wir hier auf dem Cliffhanger enden und tatsächlich erstmal hier unten wieder einsteigen. Hier habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ja, also die Duelle hier hatten wir ja schon, Gong vs. Kid, das letzte Duell, was wir hier gemacht haben. Hier sind 13, also mit dem Update sind hier 13 neue Duelle dazu, 2 neue Duelle für GX und 5 neue Duelle für das originale Yu-Gi-Oh! Also insgesamt 20 neue Duelle im Kampagnenmodus. Nur, ja, wie gesagt, die Duelle von Arc V kann man halt. Ich werde wahrscheinlich weiter Arc V sagen. Ich weiß nicht. Wie wird denn die Serie ausgesprochen? Haut mir das bitte mal in die Comments. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Gut. Wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal hier weiter diese 13 Duelle und kümmern uns dann um die Story. Und das heißt, wir machen jetzt weiter mit Yuya versus Declan. Ich habe keine Ahnung, wer Declan ist. Über Yuya weiß ich im Prinzip auch nur, dass er der Hauptcharakter der neuen Serie ist. Und ein total scheiß Deckard, dass ich nicht ausstehen kann. Deswegen werden wir dieses Kapitel bestimmt nochmal spielen müssen. Aber dann soll es halt so sein. Wir starten jetzt erstmal durch. Es ist Zeit für ein Duell. Und bitte verzeiht mir für diese Nummer, ja? Ich hoffe, ihr könnt verstehen, warum ich das so mache. Der hat auch schon wieder so einen Anhänger. Ja, ist das jetzt die neue Mode, dass der Hauptcharakter einen Anhänger hat, in dem ein antiker Geist oder sonst irgendwas lebt und er muss dann seine Erinnerungen wiederkriegen? Ist das jetzt so Staple Yu-Gi-Oh? Na, egal. Auf geht's. Natürlich mit dem Geschichtsdeck, weil ich mache mich gerne zum Horst. Das Gute ist, dass wir halt insgesamt hier auch mehr
Decks nochmal zeigen können, weil mit den neuen DLCs, mit den neuen Updates hier einige neue vorgefertigte Decks dazugekommen sind, die eben nicht Teil der Story-Decks oder der Herausforderungs-Decks sind und die ich euch ganz gerne auch mal zeigen würde. Da kommen wir dann noch zu, wenn es nötig werden sollte. Wow, wir können eine Pendelbeschwörung machen. Die Frage ist nur, tut sich das lohnen? So, was hat er denn hier jetzt aktiviert? Dunkler Vertrag mit dem Tor. Während deiner Main-Phase, du kannst deiner Hand ein Different Dimension Monster von deinem Deck hinzufügen. Du kannst diesen Effekt von Dunkler Vertrag mit dem Tor nur einmal pro Spielzug verwenden. Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase. Du erhältst 1000 Schaden. Aber da gibt es bestimmt Möglichkeiten, das abzuwiegeln. So, was haben wir hier? Künstlerkumpel rufen. Wenn ein Monster deines Gegners einen direkten Angriff deklariert, wähle das angreifende Monster, annulliere den Angriff und falls du dies tust, füge deine Hand bis zu 2 Künstlerkumpelmonster von deinem Deck hinzu, deren gemeinsame Verteidigungspunkte kleiner oder gleich den Angriffspunkten des als Ziel gewählten Monsters sind. Du kannst bis zum Ende deines nächsten Spielzuges, nachdem diese Karte aufgelöst wurde, keine Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören, also keine Pendelbeschwörungen dann quasi, ne? So, jetzt muss ich hier erstmal gucken, was macht der denn? Künstlerkumpel Feuermähnenlöwe. Einmal pro Spielzug, falls ein Pendelmonster, das du kontrollierst, ein Monster deines Gegners durch Kampf zerstört nach der Schadensberechnung. Du kannst das Monster, das du kontrollierst, bis zum Ende der Battlephase 200 zusätzliche Angriffspunkte erhalten lassen. Und falls du dies tust, kann es sofort einen zweiten Angriff durchführen. Wir können aber auch seinen Pendeleffekt nutzen. Wenn ein Pendelmonster, das du kontrollierst, durch Kampf zerstört wird, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Pendelzone beschwören. Er hat ein Pendellevel von 5. So, dann haben wir hier Künstlerkumpel Kamelhöcker. Weil diese Karte durch Kampf zerstört wird, du kannst das Monster, das diese Karte zerstört hat, 800 Angriffspunkte verlieren lassen. Oder der Pendeleffekt, Pendellevel 2 übrigens, einmal pro Spielzug, während deiner Mainphase 1. Du kannst ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst. Die Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert, verlieren bis zum Ende dieses Spielzuges 800 Verteidigungspunkte. Und falls sie dies tun, falls das als Ziel gewählte Monster in diesem Spielzug ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Diese Effekte dauern sogar an, falls diese Karte das Spielfeld verlässt. Okay, also... die gegnerischen Monster verlieren 800 Punkte und mein Monster macht durchschlagenden Schaden. Gut, habe ich kapiert. So, Künstlerkumpel Partnatter. Partnatter. Ah, ist das ein scheiß Name. Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster wählen, das du kontrollierst. Das erhält 300 Angriffspunkte für jedes Künstlerkumpelmonster, das du derzeit kontrollierst. Monster der Stufe 5 oder niedriger können nicht angreifen. Was? Pendeleffekt einmal pro Spielzug. Du kannst ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst. Das erhält bis zum Ende dieses Spielzugs 300 Angriffspunkte für jede Künstlerkumpelkarte, die du derzeit kontrollierst. Zählen dazu auch Künstlerkumpelkarten, die ich in meinen Pendelzonen liegen habe. Das wäre jetzt nochmal interessant. Künstlerkumpel Lustiges Nilpferd. Nachdem du diese Karte als Normalbeschwörung beschworen hast, kannst du in diesem Spielzug während deiner Mainphase zusätzlich zu deiner Normalbeschwörung oder deinem Setzen ein Monster der Stufe 7 oder höher als Tributbeschwörung in die offene Angriffsposition beschwören. Du kannst diesen Effekt nur einmal pro Spielzug erhalten. Ich komme mit diesem Künstlerkumpelmonster nicht zurecht, bin ich ganz ehrlich. So, der hat Level 3, der hat Level 5. Der hat Level 2, aber den Effekt finde ich ganz gut. Das sind tatsächlich sogar 2 gute Effekte. Aber 2 und 3, da kann ich Pendel wieder vergessen. Der hat 5. Was war nochmal sein Pendeleffekt? Ich kann ihn aus der Pendelzone beschwören. Ich glaube, ich setze den hier in die Pendelzone. Und ich setze den hier in die Pendelzone. Dann haben wir ein Pendel von 5 bis 3. Und dann müssten wir ja theoretisch eine Pendelbeschwörung durchführen können, ne? Genau das mache ich jetzt auch mal. Achso, weil der Level 3 hat. Ja, egal. Den können wir ja dann normal beschwören. Das ist nicht so schlimm. Jetzt beschwören nämlich erstmal Kamelhöcker.
Und ich glaube, ich beschwöre die einfach mal im Angriffsmodus. Das ist jetzt sehr mutig, was ich hier mache, das weiß ich. Flumm! Künstlerkumpel, lustiges Nilpferd ebenfalls im Angriffsmodus. So, dann setzen wir unsere beiden Künstlerkumpel-Rufenkarten. So, und anschließend aktivieren wir... Welchen Effekt aktivieren wir denn? Den Effekt hier aktivieren wir. Und wir wählen, diese Karte, der Kampf zerstört wird. Das Nilpferd wählen wir. Und zack, hat das Nilpferd 2000 Angriffspunkte. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. So, Angriff! Wumms! Hey, wo ist der durchschlagende Schaden hin? Ah ne, der macht ja gar keinen durchschlagenden Schaden in, auf die Art und Weise. So, was war das denn hier? Different Dimension Baphomet. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Different Dimension Monster wählen, das du kontrollierst und das eine Stufe hat, außer Different Dimension Baphomet und eine Stufe von 1 bis 8 benennen. Es wird bis zum Ende dieses Spielzuges zu der Stufe. Zusätzlich kannst du für den Rest dieses Spielzuges keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören. Außer Different Dimension Monster. Ah, ja. Ich habe ja das blöde Gefühl, dass der Deklan uns überlegen ist. Bin ich ganz ehrlich, der wird uns fertig machen. Ich hoffe, der haut mein Nilpferd nicht weg. Dann soll er lieber den Kamelhöcker weghauen. Wow, er hat eine Fallenkarte aktiviert. Wow, 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 wow. Wow, was passiert da gerade? Was passiert da gerade? Alter, übertreib's mal nicht. Ach du Scheiße. Ich habe gerade ein ganz, ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ja, okay, das müssen wir uns nochmal... Ach du Scheiße. Okay, Leute, wir haben verloren. Da bin ich mir relativ sicher. Oh Gott, wir haben verloren. Da bin ich mir mehr als nur ein bisschen sicher. Ja, übertreib es mal noch. Ja. Gott, bis wir das alles durchgegangen sind, ist die Folge vorbei. Ach du Scheiße. Ja, noch ein. Willst du noch ein spielen? Weil das reicht ja noch nicht, ne? Nee. Aber den Effekt aktivieren wir natürlich. So, Moment, Fallenkarte. Zwei Künstlerkumpel hinzu, deren gemeinsame Verteidigungspunkte. Ja, mache ich einfach mal. Soll ich gleich noch eine. Soll ich die Kette nochmal aktivieren? Da haben wir ganz viele Künstlerkumpel auf der Hand. Ja, mache ich. Was soll's? Komm her hier. Ja, was soll der Geiz? So, was haben wir denn jetzt hier, wo wir mal richtig mit Stunk machen können? Schwertfisch. Alle Monster, die dein Gegner derzeit kontrolliert. Jo. Mit dem starten wir. Ja, möchte ich. Ich nehme nämlich noch einen Schwertfisch auf die Hand. Der hat welche Stufe hat der denn? Stufe 2. Okay, kann man schon mal nicht Pendel beschwören. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Buntäugiger Pendeldrache. Gut, wir können ja ihn dann als Spezialbeschwörung rufen, ne? So, die verlieren, wie viel verlieren die? 600 Punkte, das heißt, er landet auf 800, dann ist er... Na komm, ich hau ihn erstmal raus. Im Angriffsmodus natürlich, das aktiviert seinen Effekt, zack, meine gegnerischen Monster werden schwächer. So, jetzt kann man natürlich hier seinen Effekt noch aktivieren. Um ihn noch ein bisschen zu stärken hier auf 1500 Punkte. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal den hier vom Feld fegen. Bevor er den wieder irgendwie stärkt,
Orakelkönig von Orléans, dann nehmen wir in der nächsten Runde aufs Korn. Das sollte eigentlich funktionieren. So, jetzt gucken wir erstmal, was hat er dir hier eigentlich alles aktiviert und abgefeuert jetzt. Er hat als allererstes das hier aktiviert. Vertrag verbrennen. Zerstöre so viele dunkle Vertragkarten in deiner Zauber- oder Fallenzone wie möglich und falls du dies tust, ziehe dieselbe Anzahl Karten, die du zerstört hast. Dann erhältst du 1000 Lebenspunkte für jede Karte, die du durch diesen Effekt gezogen hast. Okay, dann hat er zwei Baphomet fusioniert. Mit dem Ding hier. Different DDD, keine Ahnung. Also ich dachte immer, DD steht für Different Dimension. DDD, keine Ahnung. Vergessenskönig Abyss Ragnarok. Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein DDD-Monster in deinem Friedhof wählen, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Du kannst diesen Effekt von DDD Vergessenskönig Abyss Ragnarok nur einmal pro Spielzug verwenden. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein anderes DD-Monster als Tribut anbieten und dann ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Verbanne es. Pendeleffekt. Falls du ein oder mehr DD-Monster als Spezialbeschwörung beschwörst, außer während des Damage-Steps, du kannst ein DD-Monster in deinem Friedhof wählen. Kampfschaden, den dein Gegner erhält, wird für den Rest dieses Spielzuges halbiert. Zusätzlich beschwöre das Monster als Spezialbeschwörung und falls du dies tust, erhältst du 1000 Schaden. Du kannst diesen Effekt von DD Vergessenskönig Abyss Ragnarok nur einmal pro Spielzug verwenden. Na toll! Das ist wieder so ein Deck, wo es mir überhaupt nichts bringt, seine Angriffspunkte zu reduzieren, weil er hier schon ein Monster auf dem Feld hat, das die Monster dann fröhlich vom Friedhof wieder zurückholt und ich habe die Arschkarte gezogen. Ich brauche den Pendeldrachen. Ich muss den irgendwie aufs Feld kriegen. Eine andere Chance habe ich nicht. So, dann haben wir hier noch Dunkler Vertrag mit dem Sumpfkönig während deiner Mainphase. Du kannst ein Fusionsmonster vom Typ Unterwäldler als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck beschwören. Verwende dabei Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite als Fusionsmaterial. Du kannst diesen Effekt von Dunkler Vertrag mit dem Sumpfkönig nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls du ein DD-Fusionsmonster auf diese Art beschwörst, kannst du auch Monster von deinem Friedhof als Fusionsmaterial verbannen. Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase, du erhältst 1000 Schaden. Und dann hat er hier noch DDD Orakelkönig von Orléans. Jeder Effekt, der dir Schaden zufügen würde, lässt dich stattdessen so viele Lebenspunkte erhalten. Okay, das ist der Grund, warum seine Lebenspunkte steigen, immer weiter. Das wird nichts. Ja. Es ist ein tapferer Kampf, aber letztendlich denke ich, werden wir verlieren. Schon allein, weil er sich ja mit seinem scheiß Monster immer weiter aufpumpt. Da kommt der nächste. Das hat alles keinen Sinn hier. Mit dem Deck komme ich nicht weit. Jetzt hat er das Ding sogar zweimal da sitzen. Wunderbar, es läuft, ja. Gott, ist das ein Scheiß-Duell. Ich ganz ehrlich, also sein Deck ist nicht schlecht. Mein Deck ist im Prinzip einfach nur doof. DD Wirbelschleim. Falls sich diese Karte in deiner Hand befindet, du kannst ein DDD-Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck beschwören. Verwende dabei Monster von deiner Hand als Fusionsmaterial einschließlich dieser Karte. Du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Beschwöre ein DD-Monster als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Du kannst jeden Effekt von DD-Wirbelschleim nur einmal pro Spielzug verwenden. Toll. So, was haben wir hier? Ego-Schub. Wenn ein Monster einen Angriff deklariert, wähle ein offenes Monster auf dem Spielfeld, das erhält bis zum Ende der Battlephase 1000 Angriffspunkte. Ich würde sagen, wir machen als allererstes. Beschwöre ich Künstlerkumpel Schwertfisch ganz normal im Angriffsmodus. Das aktiviert nämlich schon mal seinen Effekt. So, dann mache ich eine Pendelbeschwörung, um Künstlerkumpel Kamelhöcker wieder aufs Spielfeld zu holen. Ja, im Prinzip, ich habe verloren, aber ich gebe mich noch nicht geschlagen. Wenigstens kriege ich jetzt mal so eine scheiß Pendelbeschwörung hin, weil ich das Prinzip dahinter verstanden habe. So, jetzt haben wir die schon mal relativ weit runtergekloppt. Jetzt setzen wir Ego-Schub auf das Spielfeld.
Und dann können wir nämlich in der nächsten Runde hier noch irgendwas wegkloppen. So, 800, 600, 1000, 1600. Na gut, dann aktivieren wir jetzt den Effekt von Partnatter und powern unseren Kamelhöcker auf. Auf 2000 Punkte. So, dann gehen wir zum Angriff über. Jetzt können wir nämlich mit ihm hier den Baphomet vom Feld fegen. Und er hier haut das Ding weg. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass er das in der nächsten Runde mit dem, mit seinem Vergessenskönig Ragnarok wieder zurückholen wird. Aber ich weiß auch nicht, was ich dagegen machen soll, wie ich das verhindern könnte. Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass wir dieses Duell verloren haben. Ich komme mit Julias Deck auch nicht klar. Tut mir leid, das ist... Ja, er powert seine Lebenspunkte weiter auf. Er kann mich mal jetzt... Wird er gleich sein Monster da aktivieren, um seinen König zurückzuholen, seinen Orakelkönig. Oder vielleicht macht er auch eine Pendelbeschwörung. Von mir aus soll er machen... Ich habe doch sowieso verloren. Rebellenkönig Leonidas! Ja. Und zack, da kommt das andere Monster zurück. Alter, ist das ein unfaires Duell. Das ist sowas von unfair. Ich werde nicht mal mehr... Oh Gott. Ich werde nicht mal mehr dazu kommen, zu gucken, was diese Karten, die er da benutzt, eigentlich alles so für Effekte haben. Ja, übertreibt man halt noch ein bisschen. Ja, können wir wenigstens können wir Ego-Schub noch benutzen, um ihm ein Monster vom Feld zu fegen noch hier. Immerhin etwas. Es bringt nicht viel. Ja. So, wir holen jetzt mal unseren Künstlerkumpel Löwenmähne noch. Im Verteidigungsmodus. Dann können wir nämlich wenigstens unsere Lebenspunkte diese Runde nochmal beschützen. Und können uns die Karten, die er da benutzt hat, noch angucken, bevor ich hier meine Niederlage deklariere. So, und zwar, ja, Baphomet. Das sind ja alles bekannte Karten hier. Ja. So, eigentlich neu ist nur der hier zum einen. DD-Gelehrter Kepler. Falls diese Karte als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst einen dieser Effekte aktivieren. Du kannst diesen Effekt von DD-Gelehrter Kepler nur einmal pro Spielzug verwenden. Entweder wähle eine andere DD-Karte, die du kontrollierst, gib sie auf die Hand zurück, oder füge deiner Hand eine dunkle Vertragkarte von deinem Deck hinzu. Dann hat das Ding noch einen Pendeleffekt, nämlich du kannst keine Monster als Pendelbeschwörung beschwören, außer DD-Monstern. Dieser Effekt kann nicht annulliert werden. Einmal pro Spielzug während deiner Standby-Phase verringere den Pendelbereich dieser Karte um 2, mindestens auf 1. Dann zerstöre alle Monster, die du kontrollierst und deren Stufe größer oder gleich dem Pendelbereich dieser Karte ist, außer DD-Monstern. Warum sollte man das machen? Warum sollte man den Pendelbereich reduzieren? Also, den kennen wir ja schon. Wo war denn der neue noch hier? Da. DDD-Rebellenkönig Leonidas. Wenn du Effektschaden erhältst, außer während des Damage-Steps, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören und falls du dies tust, erhältst du Lebenspunkte in Höhe des Schadens, den du erhalten hast. Du erhältst keinen Effektschaden. Pendeleffekt. Wenn du Effektschaden erhältst, außer während des Damage-Steps, du kannst diese Karte zerstören und falls du dies tust, erhöht jeder Effekt, der einem Spieler in diesem Spielzug Schaden zufügen würde, stattdessen seine Lebenspunkte um dieselbe Menge. Gott, hat der ein starkes Deck. Und ich habe im Prinzip, ich habe gar nichts. Ja? Ich habe gar nichts hier. Nix. Ich kann nicht mal was beschwören, weil meine Monster so eine hohe Stufe haben. Stufe 3, Stufe 4. Ich habe da einen Dreier liegen. Nee, das war's. Schluss. Wir haben verloren. Ich gebe mal auf. Es ist vorbei. Meine Fresse, ey. Und ich bleibe dabei. Entweder bin ich einfach zu doof, um Julias Deck zu benutzen, oder ist es einfach kein gutes Deck? Er hatte einen extra Boost mit dem Künstlerkumpel Chia-Maulwurf, den ich in diesem Duell nicht ein einziges Mal auf der Hand hatte. Deine Tipps sind echt grandios. Ja, also bessere Tipps als die ich hier kriege, gibt es gar nicht. Na gut.
Das war Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist für heute. Das nächste Mal versuchen wir es mit einem anderen Deck gegen D-Clan. Ich weiß noch nicht genau, welches Deck ich nehme. Irgendeins von den neuen. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht reingeguckt, was das genau für Decks sind. Ich werde einfach spontan eins nehmen. Wir werden wieder besiegt werden. Und irgendwann kommt dann Exodia. So läuft es ja schließlich immer. Na gut. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Auch wenn wir uns jetzt erstmal nicht mit den Story-Duellen befassen, sondern hier mit den, in Anführungszeichen, Story-Duellen von ArcV. Gute Nacht.